Ja, dann kommt so ein Video. Von Kanal und ja, spielen wir nächste Mission weiter. Mal gucken, was passieren wird. Er hinterlässt Familie, Ja, das hört Freunde, auch ganz gut an, ne? Marines-Kollegen und eine dankbare Nation. Alle, die sind hier ganz ruhig. Beerdigung. Ah, den kenne ich doch, Leute. Kennt ihr den? Ist doch hier, wer ist der? Na, gucken wir mal erstmal. Also. Vier gedrückt halten zum Kondolieren. Kondolieren. Genau. Mein Arm habe ich immer noch weg. Von der letzten Mission, aber das wird glaube ich schon wieder. Tut mir leid, Mitchell. Will war einer der Besten. Wir kümmern uns umeinander. Wenn du was brauchst. Verzeihung, Private Mitchell. Ach, schön, dachte ich schon. Das ist ja hier als Schauspieler, Kevin Spacey, ne? Kennt ihr, glaube ich, schon. Das glaube ich, Sergeant. Private Mitchell, Sie waren Wills bester Freund. Sie haben leider einen zu hohen Preis für Ihr Land gezahlt. Das war eine schreckliche Tragödie, Sir. Das war nicht nur schrecklich, Sergeant. Das war auch unnötig. Junge. Ich biete Ihnen eine zweite Chance. Mr. 1, Mitchell wurde entlassen mit seinen Verletzungen. Ich weiß von seinen Verletzungen, Sergeant. Bei Atlas haben wir Prothesen, die denen des Militärs 20 Jahre voraus sind. Will sagte mir, was für ein Soldat Sie sind. Sie sollten für ein Militär kämpfen, das ebenso effektiv wie Sie ist. Erwägen Sie es. Wills Tod sollte nicht umsonst sein. Sergeant? Oh, jetzt sind wir bei Atlas genannt. Leute, das wird witzig. Warte, jetzt gucken wir mal, ob die besser sind. Okay, diesmal weiß jeder, was zu tun ist. In Position gehen. Oha, wir haben Joker am Start hier. Joker. Zwei auf der Terrasse. Der Clown am Start. Drei. Du bist dran, Mitchell. Oh, das finde ich witzig, dass wir den Namen hier dran haben. Ja, okay, let's go, Leute. Okay. Hab noch einen. Hallo! So, fehlt das down? So, einfach direkt reinstimmen, Leute. Als ob das kein Training wäre. Oh mein Gott, was war das denn vor der Bug? Verstanden, Prophet. Wir sind drin. Mitchell, wirf eine Warngranate. Okay, Warngranate wird geworfen, Leute. Mal gucken, wie viele Gegner sind. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, komm! Okay, stimmt, der jetzt rein jetzt nicht. Warum das da gerade vorher nicht ging, weiß ich auch nicht. Moment, Leute, ganz sneaky Basis. Anschleichen. An der Tür aufstellen! Wir machen das leise. Stummladung bereit machen. Okay, Stummladung platzieren wir erstmal hier, Leute. So, mal gucken, was passiert. Ja, sehr schön. Reinstürmen. Einmal den weggekickt hier. Einen auf die Fresse. Hallo! Raum ja, sicher. Das war's wieder komplett mit dem, ne? Wir sind ein Atlas-Rettungsteam. Können Sie sich authentifizieren? Ich glaube, der war gerade duschen oder so gegangen. Okay. Den naja, Kopf unten halten schon. Und ganz nah bleiben. In Ordnung, Junge. Prophet, wir haben das Paket. Begeben uns zur Evakuierung. Paket erstmal sichern, Leute. Oh, Drohnen. Zugangsstraße. Registrieren Drohnen auf der hinteren Veranda. Lass sie vorbei. Okay, sehr gut. Aha, hier sind viele Spielzeuge. Okay. Mehrere Feinde. So, und weiter geht's. So. Erstmal eine Warngranate werfen hat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und das sind diesmal viele. 1, 2, 3. Ah, schade. Der Arm macht wieder Faxen, Leute. Das ist gar nicht gut. Oh mein Gott, Leute.
Oh mein Gott. In meine Deckung gehen. Ah, jetzt fahren die auf einmal ab, oder was? Schade. Ich hab gedacht, die werden richtige Kämpfe. 1, 2, 3. Gibt's hier keinen Account? Den gibt es nicht. Patrouille nähert sich. Runter. Okay. Gucken wir mal, wo die Patrouille ist. Nicht angreifen. Einfach vorbeilassen. Wir gerne gucken, was wo die sind. Okay, so. 4 Leute. Und ein Fett. Okay. Ich lass mal Truck halt. Patrouille ist vorbei, genau. Sehr gut, können wir einfach weiter sneaken. Prophet, wir nähern uns der nördlichen Zugangsstraße. Wie ist der Evakuierungsstatus? Oh, wie langsam, ey. Transporter kommt schnell rein. Ankunft in einer Minute. Wir müssen uns eingraben, bis unser Fahrzeug da ist. Haltet sie auf! Ah, das... Oh, nee, das dieser... Ah, macht so richtig Faxen. Sanitäter, hier rüber! Atlas 01, Evakuierung ist gleich da. Los, los! Da ist unser Gefährt! Richard, bring den Präsidenten rein! Erstmal die ganzen Pisser hier hochnehmen, aber dann wird jetzt glaube ich nichts mehr. So, erstmal Präsidenten aufnehmen, dieser Drecksarm, Leute. Muss ich eigentlich den Präsidenten jetzt reinbringen? Ja, das war es komplett. Schlampig, Mitchell. Du bist ein toter Mann. Zurücksetzen! Oder er gesagt, im Training, was ist das? Keine Entschuldigung für Ausrüstungsversagen. Die beste Waffe ist die zwischen deinen Ohren. Benutze sie. Das war sein Arm, Sir. Ich wusste, es ist zu früh. Dieser Arm ist mir mehr wert als die gesamte Anlage. Wie geht's meinem Jungen? Oha, er überträgt sich schon so lang. Dann arbeitet weiter. Er ist ein toller Soldat. Wahrlich ein trauriger Tag, wenn das Militär keine Verwendung für gute Männer wie dich hat. Spring rein. Machen wir eine Tour. Oh, jetzt bin ich mal gespannt, Leute, wohin es geht. Was wird das denn jetzt? Also das... Oha, schon direkt. Die ganze Heli ist am Start. Joker, wir bringen Mitchell zur Forschung. Bereitet die Simulation für einen weiteren Durchlauf vor. Okay, Boss. Du siehst hier fortschrittliche Kriegsführung. Atlas hat das größte stehende Militär der Welt. Aber wir unterstehen keinem Land. Im Gegensatz zur Regierung zeigen wir offen, wozu wir fähig sind. Wir verkaufen keine Politik, sondern Macht. Wir sind eine käufliche Supermacht. Ach, schön zu... Ah, ne, dieser fette Panzer. Wisst ihr noch, der erste Teil. Fast zerquetscht schon so einen fetten Teil. Das war eher dieses Ding. Macht bedeutet nicht nur die Fähigkeit zu zerstören. Atlas hat Infrastruktur an Orten gebaut wie Korea, Sierra Leone und Nigeria. Wir schaffen in ein paar Jahren, wozu Regierungen Jahrzehnte brauchen. In Wahrheit sind wir oft effektiver als die Regierungen, die uns beauftragen. Wie man so noch schmerzliche Art erfahren hat. Also so ganz anders ist das jetzt auch wieder nicht, Leute. Und das war's mit der Spritze. Mitchell, ich weiß, du machst das nicht für Geld. Daran erinnerst du mich sehr an Will. Ja, wer weiß, jetzt ne? Reparieren wir den Arm. Wer weiß, ob ich das nicht nur für Geld mache. Ja, tschüss. Also gut, hier gehen Rente. Voilà. Weiter geht's. Eins hat dich ins Herz geschlossen. Lass es dir nicht zu Kopf steigen. Oha, er denkt, er wäre Spider-Man, Leute. Guckt euch das an. Oha, ist wirklich Spider-Man geworden. Haben noch keinen fallen lassen.
Oha, ich schaffte das. Mal gespannt, ob der da hochkommt. Ja, ja, ich warte. Der kann ruhig warten. Also. Will der jetzt da runterspringen oder? Ich würde es feiern, wenn er jetzt wieder runterspringen würde. Ne, passiert nichts. Hier, weiter geht's. Was wird hier gemacht? Irgendwas wird transportiert, okay. So, dann gehen wir mal weiter, Leute. Oh, ja, ich muss erst mal gucken. Ja, Moment. Der Angriffsexo ist mit Boostsprung ausgestattet, sowie mit Schall gegen Menschenmassen. Der Spezialisten-Exo, den du trägst, hat einen eingebauten Schild sowie einen Overdrive. Die Techniker erwarten dich. Lass das Ding reparieren und triff mich hier draußen. Also der Schild ist richtig wie aus, Alter. Hallo Mitchell. Sehen wir uns den Arm mal an. Moin, was geht's? Bitte, hier herüber. Na los, legen Sie den Arm auf den Tisch. Okay. So, Felix. Gucken, was der Arm für Probleme hat. Okay, ich lasse eine Diagnose durchlaufen. Versuchen Sie bitte, Ihren Arm zu bewegen. Okay, gucken wir mal, da geht's. Schön klappert ein bisschen. Ich nehme eine kleine Änderung vor. Moment. Okay, nochmal bitte. Ja, da wird's ein bisschen besser. Ich denke, ich erkenne das Problem. Noch einmal bitte. Ja, voll, passt auf. Alles klar, fertig. Aber ich empfehle einige Schießübungen, um die Kalibrierung zu testen. Danke. So. Jetzt sollen wir Schießübungen also machen. Auf zum Schießplatz. Ah, wusste ich doch. Oha, die machen jetzt richtig Faxen hier. Ja, geht vor. Er hat den Angriffsexo. Die armen Schweine haben keine Chance. Oha, oh mein Gott, Alter, die machen Wrestling. Ich würde jetzt gerne mitmachen, Leute. Kommt er noch hoch? Kommt er noch hoch, oder? Okay, drei sind auf dem. Oh mein Gott, Leute, guckt euch das an. Der ist einfach Superman geworden. Ihm juckt gar nichts mehr. Ja, nice, dann geht's weiter. So, Leute. Schießübungen sollen wir machen, also okay. Gideon zeigt uns den Weg, wo wir hin müssen. Guten Tag. Hey. Hallo. Oha, guckt euch die fetten Waffen an, Leute. Exosuit. Okay. Du schon wieder, Ilona. Willst du was beweisen? Muss ich nicht. Ich bin schon auf Platz 1. Oha, die macht richtig auf. Also gut. Auf die Beste hier, okay, dein Exo schade. Ist mit einem Overdrive ausgerüstet. Setz ihn ein, um einen taktischen Vorteil zu erlangen. Die Overdrive-Batterie leert sich schnell. Setz ihn also sparsam ein. Okay. Geh an die Station, wenn du bereit bist. Aktiviere Zieltraining. Ja, ich gehe ein bisschen hier in die Mitte. Starte Runde 1. Runde der 8. Oh, immer diese Drecksmunition, Leute. Die geht zu schnell her. Oh, ich hasse das, Leute. Weil die Munition zu schnell leer geht. Starte Runde 2. Okay, Runde 2. Kein Problem. Oh mein Gott. Komm. Overdrive.
Starte Runde 3. Okay, Runde 3. Also ich glaube, da wird immer schwerer, Leute. Oh mein Gott. Schade, das andere Team schnell nicht gekriegt. So, guck mal, easy. 1, 2, 3, 4. Schade. Ich bin noch, ja. Voll. Training abgeschlossen. Ihre Leistung war schlecht. Schade. Verdammt nochmal, das war erbärmlich. Nein, ich mach das nochmal. Also. Aktiviere Zieltraining. Starte Runde 1. Lass dir das was schlecht, schade. Einsetzen. Starte Runde 2. Ja, schade, dass ich keine Munition mehr habe. Schade, ich wollte das eigentlich. Naja. Nächstes Mal, Leute. Schade, dass das so frech ist und sagt, das wäre schlecht gewesen. Schade. Eigentlich mehr ein bisschen erwartet. Die Simulation ist jetzt startbereit. Verstanden. Mitchell und ich sind in einer Minute da. So, Granaten. Ich nehme Granaten und absolviere den Trainingskurs. Bei variablen Granaten kannst du sofort den Typ wechseln, je nach Bedrohung. Aktiviere die Konsole. Okay. Wirf eine Warngranate! Warngranate, easy. Geworfen. Schieß durch Wände, um diese Ziele zu treffen. Ich hab keine Munition mehr, was soll ich machen? Nee, Leute, das ist das, was ich jetzt einfach mache. Auf EMP wechseln und die Drohnen ausschalten. Vielleicht schaffst du das auch so. Wirf eine intelligente Granate und visiere ein Ziel an, um sie zu lenken. Hallo, ich bin da. Gut, mach's nochmal. Diesmal als richtige Herausforderung. Ja, kannst du das bitte aktivieren, Leute? Hallo? Hallo? Ja, Leute, das. Hallo? Nein, ja, Leute, das. Ich muss zum letzten Kontrollpunkt, weil das irgendwie nicht anders ging. Wow, Alter. So aufgehört. Boss, die Simulation ist jetzt startbereit. Verstanden. Mitchell und ich sind in einer Minute da. Schnapp dir ein paar Granaten und absolviere den Trainingskurs. Leute, müssen das nochmal von neu machen. Sofort den Typ wechseln, je nach Bedrohung. Aktiviere die Konsole. Wirf eine Warngranate! Schieß durch Wände, um diese Ziele zu treffen. Ich hab leider keine Munition mehr, muss das improvisieren. So. Auf EMP wechseln und die Drohnen ausschalten. Okay. Easy. Wirf eine intelligente Granate und visiere ein Ziel an, um sie zu lenken. Easy. Gut, mach's nochmal, diesmal als richtige Herausforderung.